Meine Lieben, ja, heute gibt es bei uns mal wieder eine Suppe, perfekt bei dem Wetter, und zwar mit Hackfleisch. Als Beilage werde ich dann ein Baguette dazu reichen und dann ist es wirklich ein Hauptgericht, denn in die Suppe kommt wirklich jede Menge hinein, also auch Hackfleisch, und es ist für uns dann heute gleich unser Abendessen. Und welches Rezept ich mir daraus gesucht habe, das zeige ich euch, und zwar ist das Rezept in der neuen Mix-Ausgabe November, Dezember. Und die ist wieder so, so schön geworden. Und zwar handelt es sich dieses Mal in diesem Heft, ja, die besten Rezepte zum Fest. Also ihr findet da drin wirklich, ja, ganz tolle Silvestermenüs, aber auch Plätzchen und Kuchen und Brote, Hauptgerichte. Also wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Und ich habe mich heute entschieden, dass ich von der Seite 32 die Gute-Laune-Suppe mache, und die hat mich einfach gleich angesprochen, so richtig schön bunt, und am Schluss kommt dann noch geriebener Käse mit drauf, und die würde ich sagen, machen wir jetzt zusammen. Zutaten habe ich alle schon wieder hergerichtet, also die Suppe geht wirklich ruckzuck. Ihr wisst, solche Rezepte liebe ich, wo man vorher wirklich alles herrichten kann und dann kommt alles bloß noch hinein. Die Suppe wird 20 Minuten gekocht und fertig ist sie. Als allererstes brauchen wir eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Zwiebel habe ich mir schon abgezogen und halbiert. Knoblauchzehe gebe ich auch direkt hinein. Dann wird sie zerkleinert. Laut dem Originalrezept 5 Sekunden Stufe 5 mache ich nie. Deswegen mache ich wieder 3 Sekunden Stufe 5, weil das reicht vollkommen aus. Und dazu setze ich natürlich auch wieder den Mixi-Meißer ein. Und stelle jetzt meinen Thermomix auf 3 Sekunden. Und dann hier rechts auf die Stufe 5. Ich zeige euch gerne mal das perfekte Ergebnis. Schaut euch mal die Zwiebel an, wie schön gleichmäßig sie wirklich nach 3 Sekunden geworden sind. Das reicht wirklich vollkommen aus. Jetzt werden die Zwiebeln mit Champignons, und zwar im Rezept stehen wieder drin, entweder 5 frische oder eine kleine Dose. Ich habe natürlich frische genommen, ich bin nicht so der Fan von Dosen-Champignons. Ich habe jetzt 5 weiße Champignons einfach geputzt und dann in so, ja, mittelgroße Stücke geschnitten. Die kommen jetzt hinein. Muss ich ein bisschen spicken. Dann kommt Rinderhackfleisch hinein, und zwar 250 Gramm. Das zerzupfe ich jetzt einfach ein bisschen und gebe das auch so in Stückchen hinein. Normalerweise, wisst ihr ja, wird bei mir Hackfleisch immer in der Pfanne angebraten. Aber ich probiere das jetzt mal und gucke, ob mich das hier überzeugt. Also wenn es mich nicht überzeugt, dann seht ihr das Filmchen gar nicht, dann lade ich es auch gar nicht hoch. Und ja, wie gesagt, einfach nur so hineinbröckeln. Dann kommt noch etwas Olivenöl dazu, ein Esslöffel, also ein bisschen was vom Olivenöl. Und dann wird das Ganze schön angebraten. Und zwar machen wir das jetzt 6 Minuten. Minuten 100 Grad. Selbstverständlich mit Linkslauf, Linkslauf aktiviert, und dann noch die Stufe 2. Die 6 Minuten sind um und jetzt gucken wir mal hinein, wie das Ganze jetzt aktuell aussieht. Ja, okay, von der Champignon ist jetzt wirklich nicht mehr viel übrig, und ich dachte mir noch, ich bin ganz ehrlich, dachte mir noch Stufe 2. Mit Champignon ist meiner Meinung nach
bisschen zu hoch, ja. Ich schreibe euch drunter Stufe 1 oder Sanftrührstufe, so hätte ich eigentlich gemacht. Aber ich mache es jetzt so nach dem Rezept. Also, das haben wir jetzt gemacht. Das vermerke ich mir jetzt hier gleich mal. 6 Minuten 100 Grad Linkslauf 2. Ich schreibe euch Stufe 1 auf. Dann kommen auch schon die restlichen Zutaten hinzu. Und zwar eine rote Paprika in kleine Würfelchen geschnitten. Dann brauchen wir 50 Gramm Salami und 50 Gramm Schinken. Habe ich mir beim Metzger runterschneiden lassen. Es waren zwei Scheiben Schinken. Die waren dann, glaube ich, 42 Gramm. Ich habe einfach drei Scheiben Schinken und 50 Gramm Salami auch in kleine Würfelchen geschnitten. Hinein. Dann brauchen wir 100 Gramm kleine Tomaten halbiert und Mais, steht im Rezept 4 Esslöffel Mais. Habe ich auch eine kleine Dose hergenommen, habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob das jetzt 4 Esslöffel sind. Dann benötigen wir 100 Gramm Schmand und 100 Gramm Sahneschmelzkäse. Gramm passierte Tomaten, 500 Gramm Wasser, oh, Mixtopf wird wirklich schön voll, 500 Gramm Gemüsebrühe. Ich habe jetzt 500 Gramm Wasser und gebe jetzt da einfach, ja, so 2 Esslöffel, also 4 Teelöffel von meinem Alleswürze hinein. Abgeschmeckt wird dann später, dann kommt dazu 1 Teelöffel Salz. Etwas Pfeffer. Und laut Rezept 2 Teelöffel Oregano. Da nehme ich jetzt wieder meinen Italienisch-Würzer. Denn da sind verschiedene Kräuter mit drin. Mag ich jetzt persönlich lieber wie jetzt nur Oregano. Also 2 Teelöffel. Ja, ich glaube, wir haben alles drin. Ich werde jetzt trotzdem mit dem Spatel noch einmal so entlang fahren und alles noch so ein bisschen verrühren. Einfach so ein bisschen, genau. Boah, schaut mal, es wird eine schöne große Portion. So, und jetzt wird das Ganze bloß noch gekocht, 20 Minuten und dann ist es fertig. Ich gucke jetzt mal nochmal, wie lang. 20 Minuten 100 Grad Linkslauf 2. Ich mache 20 Minuten. 100 Grad, Linkslauf und 1, oder? Gucken wir mal rein. Ja, 1 finde ich perfekt. Die Suppe ist fertig und jetzt gucken wir mal zusammen rein, wie es hier aktuell heiß aussieht. Schau mal, das ist wirklich eine ordentliche Portion und schaut mal her. Ich fülle mir das Ganze jetzt direkt gleich mal in einen Topf, weil ich das heute Abend hier am Herd nochmal warm mache. Und jetzt wird umgefüllt. Und boah. Spritz, spritz. Bisschen was hängt natürlich unten noch am Messer. Das holen wir uns mit dem Spatel raus. Und jetzt bin ich gespannt, denn jetzt wird probiert. Also von der Konsistenz her perfekt, würde ich sagen. Also wirklich Hackfleisch richtig schön krümelig. Also das überzeugt mich schon mal richtig. Die Tomatenhälften sind auch noch halb. Mais ist ganz, ja,
jetzt brauche ich noch ein Löffel. Jetzt wird probiert. Mega. Mega. Ich muss nichts nachwürzen. Bei uns steht ja eh Salz und Pfeffer auf dem Tisch. Können sich die Männer nachwürzen, wenn sie wollen. Aber wirklich, ja. Was habe ich eigentlich anderes erwartet? In der Mix sind eigentlich immer nur gelingsichere Top-Rezepte, so wie das auch. Also Mädels und Bubens, macht die Suppe unbedingt mal nach. Also der Name Gute Laune Suppe hat es auf jeden Fall verdient. Also schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Ich schreibe euch das Rezept selbstverständlich wieder drunter unter das Filmchen, dann könnt ihr das alle nachmachen. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen gestöbert und habe hier noch ganz tolle Lebkuchenplätzchen vom Blech entdeckt. Und die hier, die werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Also, wenn euch jetzt auch die Mix-Zeitschrift interessiert und denkt, ui, da sind wirklich tolle Rezepte drin. Diese Zeitschrift findet ihr auch in meinem Shop. Also unter dem Filmchen verlinke ich sie euch direkt. Und die nächste kommt dann wieder am 4. Januar raus. Die werde ich euch dann auf jeden Fall auch wieder vorstellen, denn es ist wirklich eine ganz eine tolle Zeitschrift. Und ich werde jetzt noch ein Baguette machen für heute Abend. Das reiche ich dann als Beilage. Und ja, wie gesagt, ein super tolles Rezept. Gelingsicher. Macht sie nach. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis ganz, ganz bald. Eure Ruckzuck-Manu.